Jawohl, Vicky, sauber, sauber, einmal frei. Auf geht's, jetzt bringst du ab, sehr gut. Komm, top, gib nochmal Gas da oben drüber. Skilangläuferin Viktoria Karl darf weiter vom Gesamtpodium bei der Tour de Ski träumen. Mit Platz 2 in der Verfolgung in Toblach, über offiziell 20, effektiv aber 22 Kilometern, verteidigte die Skilanglauf-Olympiasiegerin aus Thüringen ihre gute Ausgangsposition. Die überragende Amerikanerin Jessie Dickens, als Gesamtführende ins Rennen gegangen, zeigte keinerlei Schwäche und holte sich völlig verdient am Ende ihren 15. Weltcupsieg. Viktoria Karl hatte mit der Schwedin Lynn Swann gleich nach dem Start ein Duo gebildet und die Verfolgung auf Dickens aufgenommen. Katharina Hennig, mit der Startnummer 8 hier im Bild, die mit Karl gemeinsam 2022 Olympiagold im Teamsprint gewonnen hat, konnte nicht ganz an ihre starke Leistung vom Vortag anknüpfen. Die Oberwiesenthalerin fiel von Rang 8 auf Rang 16 zurück. Als eine größere Verfolgergruppe die Lücke zu Karl und Swann fast geschlossen hatte, mobilisierte Viktoria Karl alle Energie, kämpfte um ihren Platz. Letztlich rettete sie einen knappen Vorsprung ins Ziel und wurde Zweite. Viktoria Karl ist derzeit der Shootingstar unter den deutschen Langläuferinnen, feiert innerhalb weniger Wochen nun schon ihren 4. Weltcup-Podiumsplatz.